Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier auf dem Seekraut-Kanal und willkommen zum Deep Talk für Update 089. Und so wie ihr Wohnzeit, bin ich natürlich hier nicht allein, sondern habe wieder Verstärkung dabei. Hallo Uwe. Hallo, beziehungsweise in diesem Fall Buongiorno. Genau, Buongiorno. Das Thema der italienischen Kreuzer. Ja, fangen wir direkt an, wollen gar keine große Zeit verlieren und das nicht unnötig lang machen, sondern euch wieder im Detail, aber kompakt die Informationen hier darbieten. Am 17. Oktober von 7 bis 10 Uhr wird ein Update aufgespielt, was auf den Namen 089 hört und 6 GB mit sich bringt. Wenn ihr das Wargaming Center habt, dann habt ihr davon schon eine ganze Menge vorgeladen. Genau, es wird auch diesmal extra empfohlen, aufgrund der Größe vorab schon mal die Updates mitzuziehen. Das solltet ihr auf jeden Fall machen bei 6 GB. Und ihr wisst, never play on a patch day. Da kann es dann wirklich zu Verzögerung kommen. Also ladet es möglichst voraus. Genau. Und es bringt einiges mit sich. Und wie wir eben schon gesagt haben, es geht los damit. Die Italiener sind da. Genau. Die italienischen Kreuzer. Wer mich kennt, weiß, dass ich da natürlich ganz lange drauf gewartet habe. Auch wenn sie ganz anders sind als die Premium-Schiffe, die man vorher schon im Spiel gesehen hat. Aber ja, wir bekommen T5 bis T8 als Vorabzugang. Ihr kennt so ein bisschen die Geschichte, wie das laufen wird. Da gehen wir jetzt im Laufe des Deep Talks hier drauf ein. Was zeichnet die Italiener aus? Ja, laut Wargaming, erstklassige Manövrierbarkeit, das kann man so fast so stehen lassen. Eine Ausstattung mit 203 mm Geschützen, die ja relativ stark sein können. Ich sag mal, AP geht so, SAP, ja, die macht halt aus vielen Winkeln Schaden, das kann man sich so ein bisschen merken. Ist eine Kombination aus AP-HE-Granaten. Wenn ihr den Ausblick und die ganzen Geschichten hier auch bei unserem Kanal verfolgt habt, seid ihr bestens informiert, wie die Wirkungsweise von SAP-Granaten ist. Und ganz was Neues: Abluft-Nebelerzeuger. Ihr könnt bei voller Geschwindigkeit Nebel zünden und euch dann in der Nebelwolke über den Ozean bewegen. Vergesst nicht die Nebelerkennbarkeitsreichweite, ne? Nur mal so ein kleiner Tipp. Also ihr seid immer noch relativ weit sichtbar, wenn ihr außen nebelt. Und der hält auch, glaube ich, nicht so sehr lange, ne? Genau, der hält nur nachher auf den Top-Tier-Stufen 40 Sekunden. Ja, also das ist schon wenig. Noch eine Neuigkeit oder eine Neuerung, ihr kennt das ja aus den vergangenen Updates, zum Beispiel bei den Franzosen, dass sich so dieser Vorabzugang über 3 Zyklen hinzog. Dieses Mal sind es nur 2, das heißt, ihr bekommt jetzt T5 bis T8 die Möglichkeit, die Schiffe zu spielen, und schon beim nächsten 0810 wird es dann auch die komplette Reihe von 1 bis 10 geben. Wahrscheinlich wegen dem Weihnachtsevent, was ja dann auch schon wieder auf uns warten wird. So ist es einfach. Es wird aus Zeitgründen quasi alles ein bisschen komprimiert. Genau. So, und wie kommt ihr denn jetzt eigentlich an diese Schiffe? Die werden euch ja nicht einfach so in den Hafen gestellt. Vorabzugang heißt ja, ihr habt die Chance darauf, aber nicht die absolute Gewissheit. Und wie kriegt ihr sie? Ihr kriegt sie natürlich durch Container. Und wie kommt ihr an diese Container? Es wird neue Direktiven geben. Keine große Überraschung. Wir haben uns an das Direktivenspiel indessen gut gewöhnt. Und auch dieses Mal wird es 4 Direktiven geben mit insgesamt 42 Aufträgen. Genau. Und da könnt ihr allerhand mitnehmen. Also nicht nur Container. Was natürlich das Wichtigste ist gerade für viele von euch. Aber eben auch Signale, Verbrauchstarnung, Elite-EP, Kreditpunkte, Kohle und so weiter. Und dann eben auch die neue italienische Ressource, temporäre Ressource kann man ja sagen, italienische Marken. Und ja, diese italienischen Marken könnt ihr dann wieder einsetzen. Und zwar zum Beispiel für Pakete, die ihr in dem Reiter in der Waffenkammer, der Reiter wird jetzt speziell gekennzeichnet, nämlich wahrscheinlich italienische Kreuzer oder so ähnlich heißen. Und da kann man dann verschiedene Marken, also Pakete bekommen. Das sind ja so Zufallspakete. Man löst Marken ein und so weiter und hat dann Glück. Und da ist dann halt zum Beispiel auch dieser T5-Kreuzer Genova mit dabei. Das ist ein Premium-Kreuzer, muss man dazu sagen. Also der gehört nicht in die normale Reihe. Und die Zufallspakete, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Patria e Onore. Wow. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt 22 Pakete und da ist halt die Möglichkeit drin, dass ihr die auch unter anderem Aufträge für diese Vorabzugangsschiffe bekommt. Ihr kennt das ja,
Ihr müsst dann eine bestimmte EP erreichen und dann kriegt ihr dieses Schiff in den Hafen gestellt, schon mal vorab. Aber es gibt halt auch diesen T5 Premium-Kreuzer Genova. Genau. Hätte was. Würde ja. ich gerne haben. Also um es nochmal ganz klar auszuarbeiten, bei den Direktiven können eben auch Container dabei sein. Da können auch Aufträge für diese eben Kreuzer dabei sein. T5 bis T8, das ist jetzt fast ein bisschen untergegangen, wo wir hier so auf die italienischen Marken gegangen sind. Und dann gibt es natürlich für diese Marken wiederum in der Waffenkammer könnt ihr auch noch weitere verbrauchbare Tarnungen, Kreditpunkte, Tage, Premium-Spielzeit, Signale und auch nochmal zusätzlich, wenn ihr über die Direktiven eben noch nicht die Pläne bekommen habt oder noch zusätzlich Container haben wollt, könnt ihr auch für diese Marken Container italienischer Kreuzer da umtauschen. Genau. Ja, die sind nur begrenzt haltbar, das möchte ich noch ganz kurz damit anfügen. Und zwar mit der Veröffentlichung des Updates 0811 werden die italienischen Marken zum Wechselkurs von 1 zu 4500 Kreditpunkten umgewandelt. Was man noch dazu sagen sollte, was es ja bisher auch schon gab, auch bei den täglichen Aufgaben könnt ihr solche Marken, wenn auch nur in sehr geringer Stückzahl, bekommen, um sie dann halt zu sammeln und mit den direktiven Marken zusammen quasi dann in der Waffenkammer einzusetzen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, an italienische Container beziehungsweise dann auch die Chance auf die Vorabschiffe zu bekommen. Genau. Ich habe jetzt hier einmal ganz kurz die Übersicht aufgemacht. Das ist der Standardcontainer, was ihr hier für Möglichkeiten habt. Das ist ein separater Artikel. Das ist jetzt nicht in dem Original-Patch-Artikel drin. Ich werde euch wieder beide Artikel unten in dem Video verlinken, sodass ihr beide Informationen auf jeden Fall abrufen könnt. Hier könnt ihr das nochmal sehen mit der Standard-Chance. Hier könnt ihr dann Tarnung bekommen, da auch eine Tarnung, Dublonen und diese Sondersignale Wavern, Drache, Hydra, Ouroboros und Roter Drache. Und in der zweiten Drop-Chance hier, diese hier, gibt es eben Drache, Skylla, Leviathan und Basilisk. Also könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe durchlesen. Bei der Premium-Variante ist die Drop-Chance der Pläne natürlich höher und ihr bekommt in der Premium-Variante natürlich auch diese 50 Marken, diese italienischen Marken, nochmal on top. Ne? Aber ja, das ist eben nur für Geld bekommbar, muss man ja wieder mal so ganz klar sagen. Das ist, eigentlich auf der anderen Seite auch nichts Neues, ne? Genau, das kennen wir schon, Premium-Container, und da sind wir eigentlich schon fast beim nächsten Thema, nämlich es gibt ja nicht nur die italienischen Premium-Container, sondern es wird auch Halloween-Container geben, Premium-Container, und da sind wir eigentlich schon beim Thema Halloween, weil auch das startet mit diesem Update, und dieses Mal haben sie es nicht nur ein bisschen aufgemotzt, sondern sie haben es wirklich wesentlich erweitert, wie ich finde. Mhm. Ihr kennt das schon, Transylvania-Schützen, Sonnenstrahl in der Finsternis, das kennt ihr alle schon aus den letzten Jahren. Dieses Jahr neu dabei, es wird 3 Schwierigkeitsgrade geben, den normalen, den hohen und ab sofort auch einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Der ist sehr dann stark aufs Team ausgesetzt. Wenn das Team sehr gut zusammenspielt, habt ihr eine Chance, den auch zu erreichen. Und wenn ihr den erreicht und mit 3 oder mehr Sternen einmalig abschließt, bekommt ihr beim ersten Mal, wo ihr das schafft, einen Premium-Container Halloween 18. Und da könnt ihr zum Beispiel verbrauchbare Tarnung, Dublonen, freie EP und vielleicht auch permanente Halloween-Tarnung aus den letzten Jahren noch finden. Es wird aber auch neue geben. Und das Ganze kennt ihr schon mit den üblichen Schiffen, das ist nichts Neues. Neu ist es dann eigentlich, dass es eine weitere Option gibt, was ihr spielen könnt, und zwar Angriff im Schmutz. So ist es. Und der Modus ist ab dem 31. Oktober bis zum 28. November verfügbar. Auch dazu hatten wir schon mal ein Video gemacht. Ausblick Halloween 2019 haben wir das genannt. Da haben wir ausführlich über alles berichtet. Auch über diese neue Sondertarnung, die ihr da erspielen könnt, beziehungsweise für Schmutzmarken dann eintauschen könnt. Und so eine ganzen Geschichten, weil das ja dann nur für Schlachtschiffe oder nur für Kreuzer oder eben nur für Zerstörer ist. Ne? Da ist eine Tarnung dabei, die ist nicht auf ein bestimmtes Schiff fokussiert, jetzt als Beispiel Z52, das ist nur da anwendbar. Nein, das ist dann für alle möglichen Zerstörer anwendbar und nimmt da dann immer den Platz der Standard-Premium-Tarnung ein. Sozusagen hat dann die gleichen Werte, sieht ein bisschen geiler aus oder ein bisschen anders aus in dem Halloween-Event. Ich glaube, wir kommen unten noch zu weiteren Fotos zu dieser Tarnung. Und wer dazu noch ein bisschen mehr wissen will, wie gesagt, auch da packe ich nochmal in die Beschreibung dann das Video rein mit Halloween 2019. Es ist auf jeden Fall super spannend. Es ist so ein bisschen angelehnt an das, was wir in der Vergangenheit schon hatten mit unserem, ich sag's jetzt einfach mal, Schrott-Event. Wie hieß es richtig? Monsterwelle. Genau. Ganz offiziell ist es sogar der Nachfolger. Ah. Es heißt nämlich
die letzten drei Überlebenden der Monsterwelle tauchen plötzlich in einem für sie neuen Gebiet auf und finden sich hier wieder in der bekannten Variante 3 gegen 3 gegen 3. Hier aber sind es drei Teams, a drei Spieler, plus ein zusätzliches Team, was aus Bots besteht. Also vier Teams spielen a drei Leute mit gegeneinander. Das gleiche Prinzip, ein bisschen wie Monsterwelle, wieder sehr, sehr schön umgesetzt. Wir konnten es uns auf dem Testserver schon anschauen, haben schon gespielt. Also ich freue mich da sehr drauf, muss ich sagen. Also ja, das ist mir auch aufgefallen, dass das nur drei Teams mit drei Spielern sind. Aber ich glaube nicht, dass es ein viertes Team mit drei Spielern geben wird, sondern eine ganze Welle an Mächten geben wird. Man muss quasi diese Mächte und immer stärker werdende Wellen bekämpfen, ja, und dann hat man noch so diese drei Dreier-Teams, die sich untereinander bekämpfen, aber gleichzeitig eben auch diese Monster bekämpfen müssen und man dabei eben diese Ressource Schmutz sammelt und diese dann eben in der Waffenkammer einlösen kann, ne? Man muss mit diesem Schmutz quasi auch noch durch das mittlere Tor quasi in die reale Welt wieder entkommen. Nur wer das schafft, hat die Möglichkeit, die Sachen dann umzutauschen. Und da gilt es, auf der einen Seite viel Schmutz einzusammeln und auf der anderen Seite aber auch der Erste zu sein, der durch das Tor geht, weil dann ist das Spiel nämlich vorbei. Mhm. Und es ist auf jeden Fall eine sehr taktische, sehr spannende Sache und freuen wir uns drauf. Aber gibt noch mehr, worauf wir uns freuen können. Ja. Die nächsten Clan Wars stehen an. Genau, Clan Wars Season 7. Vom 23. Oktober bis zum 9. Dezember. Die Clan-Gefechte heißen diesmal Kampfzone Alpha, angelehnt natürlich an die neue Karte, die vor kurzem in World of Warships integriert wurde. Das Format wird 8 gegen 8 sein. Hier steht jetzt, weitere Informationen zu den Regeln gibt es separat. Ich habe schon mal ein bisschen spioniert und mir noch ein paar Videos angeschaut, beziehungsweise mir halt die Informationen auch von den Wargaming-Videos sozusagen zusammengesammelt. Und da steht, da wurde halt ganz klar gesagt, es geht um darum, dass das maximal zwei Schlachtschiffe sein dürfen im 8 gegen 8 Modus und kein Flugzeugträger dabei sein darf, Tierstufe 10. Ja, das ist zumindest das, was in dem Video von Dasha gesagt wird, was jetzt hier nicht steht. Ja, aber die Gerüchte, also beziehungsweise es sind ja schon keine Gerüchte mehr. Es ist klar, warum sie das jetzt hier nicht mit reingeschrieben haben, weiß keiner. Es gibt auch ein bisschen leichte Kritik, dass die Vorbereitungszeit dafür dann doch ein bisschen gering ist, weil einige Clans sich da gerne dann doch mal so ein bisschen drauf einstimmen würden. Und 8 gegen 8 ist natürlich auch schon der Hammer. Also lassen wir mal uns in Ruhe das Ganze anschauen und gespannt sein, wie und was da die Experten draus machen und wie es dann losgeht. Ja, so ist es. Und dann geht's weiter. Schon wieder weiter. Verbesserung oder Änderung am Aufklärungserkennbarkeitssystem. Das ist ja wieder, das sind hier nur 5 Zeilen, aber es ist eigentlich doch ein bisschen komplexer, die ganze Geschichte. Nichtsdestotrotz will ich es jetzt nicht unnötig aufblähen, da könnte man sich 10 Minuten drüber unterhalten. Deswegen ist ganz einfach, in der Vergangenheit war es so, dass ihr geschossen habt, dann seid ihr aufgegangen, ja, weil jemand in der Reichweite eurer Geschütze war sozusagen, weil ihr quasi die ganze Reichweite aufklärbar seid dann hinter eine Insel gefahren und 5 Sekunden später an der anderen Seite der Insel wieder rausgekommen, seid ihr aber wieder entdeckt worden. Ja, also der Timer war diese 20 Sekunden, nachdem ihr geschossen habt, hat halt weiter getickt und hinter der Insel seid ihr nicht mehr sichtbar, aber danach seid ihr wieder weiter sichtbar und dann verbleiben halt noch 10 Sekunden als Beispiel jetzt und ihr wart dann noch sichtbar. In Zukunft wird es halt wieder anders sein, nämlich nachvollziehbarer für viele Spieler. Es wird eben so sein, dass man schießt, man geht auf, man fährt hinter die Insel und wenn man dann 2 Sekunden quasi nicht mehr sichtbar war, dann ist man auch zu, auch wenn man an der anderen Seite der Insel wieder rausfährt. Ja, also wenn die Sichtbarkeitslinie einmal unterbrochen ist, dauert es 2 Sekunden und dann seid ihr wieder zu. Und genauso verhält sich das jetzt auch mit den Schiffen, die sich genau an der Erkennbarkeitslinie entlang bewegen. Da gab es wohl auch in der Vergangenheit öfter mal so Situationen, dass man das feindliche Schiff quasi geflackert hat, weil es genau in dem Bereich von wenigen Zentimetern sich quasi immer entlang bewegt hat. Und in Zukunft ist es eben so, ist man einmal entdeckt, ist man mindestens 2 Sekunden lang entdeckt. Ja, und das sind eigentlich die beiden Kernaussagen, die da dahinter stecken. Ne? Details dazu könnt ihr hier nochmal ein bisschen was nachlesen. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann erklären wir das natürlich auch gerne wieder in unseren Livestreams. Wenn ihr da nochmal Details zu wissen wollt, konfrontiert uns damit und dann versuchen wir euch das im Spiel gerne auch vielleicht dann einfach mal im Übungsraum, machen wir mal 5 Minuten Übungsraum im Livestream oder so eine Sachen, zu erklären. Ja?
Das ist eine sehr positive Sache. Also ich kenne das halt wirklich aus dem eigenen Spiel. Du siehst ein Schiff, du gehst in die Nahansicht und es ist sofort wieder weg. Also es flackert quasi mal ganz kurz auf, ist dann wieder weg. Und das ist sehr, sehr nervig, weil das halt bei einigen Schiffen, je nachdem wie sie sich positioniert haben, in welcher Entfernung, andauernd passierte. Und mindestens 2 Sekunden, ja, halte ich für eine richtig gute Entwicklung, muss ich sagen. Hört sich auf jeden Fall nachvollziehbarer an, weil sie jetzt auch diese Werte alle auf 2 Sekunden gesetzt haben. Ne? Genau. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Gucken wir mal. Ja. Ich hoffe, dass das sich durchsetzt. Ja, liest sich auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ja, und dann geht's weiter. Genau, wir haben ein paar Änderungen für ein paar Schiffe. Nicht alle sind interessant. Also ich sag mal, auf Tier 2 Zerstörer gehen wir jetzt mal nicht ein. Bei der Blüsker Witschka haben sie so ein bisschen die Hauptbatterie verbessert von 6,5 auf 6 Sekunden. Nun ist das eines der ältesten Premium-Schiffe in World of Warships. Und seitdem hat sich im Spiel halt viel getan, wie sie sagen. Das ist richtig. Und es ist nicht mehr so ganz konkurrenzfähig. Deshalb haben sie gesagt, sie müssen jetzt mal so anfangen, die alten Schiffe vielleicht so ein Stückchenweise nachzubuffen. Sie fangen an mit der Blüschka Witschka, finde ich jetzt nicht schlecht, auch wenn ich sie persönlich nicht so gerne fahre. Was du ganz interessant fandest, glaube ich, war die Veränderung bei der Hosho, also genau, bei dem T4-Flugzeugträger. So ist es. Und bei der Blüschka Witschka wird gebufft, da wird die Nachladezeit verkürzt. Und bei der Hoshu wird das jetzt alles ein bisschen langsamer gemacht. Also ihr hattet ja vielleicht mitbekommen, bei dem einen oder anderen YouTuber war ja ein Video zu sehen, wo er zeigt, wie er ohne Probleme und wiederholbar auf der Stufe 4 mit dem Flugzeugträger quasi jede Menge Schaden macht und man da auch teilweise 6-stellig aus dem Gefecht rausgehen konnte, mit einem T4-Flugzeugträger wohlgemerkt. Und da reagiert Wargaming jetzt drauf. Es gibt einen neuen Torpedotyp, der quasi den alten ersetzt. Die Torpedos werden langsamer und die Flugzeuge werden vor allen Dingen für den Rückflug zum Träger um 40% reduziert. Die waren nämlich zu schnell und so konnte man ständig nur noch Torpedos benutzen. Und ja, das ist eben nicht gewollt, ne? Weil das einfach so viel Dominanz bei den T4-Flugzeugträgern ausmacht, dass man da eigentlich, ja, wenn derjenige sich clever angestellt hatte, halt keine Chance richtig hatte. Man wurde einfach nach und nach rausgenommen, ja. Und irgendwann sind immer Flutungen auf den Schlachtschiffen, ja. Also, das war relativ interessant, das mal zu sehen. Also, im, ja, man kann schon sagen, negativen Teil. Aber das wird jetzt eben hiermit wohl hoffentlich entfernt werden. Zumindest ist das Bestreben, das Ansinnen von Wargaming. Deswegen wird es eingeführt. Dann hatten wir ja schon in unseren Ausblickfolgen darüber berichtet, dass halt die französischen Zerstörer angepasst werden. Da will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was ich da schon gesagt habe. Nur nochmal ganz kurz zu den sowjetischen Schlachtschiffen. Einmal die Vladivostok, da wird ihr Sigma-Parameter gesenkt werden. Ja, also die wird jetzt weniger genau schießen. Also die Munitionphase orientiert sich weniger zur Mitte, also da, wo euer Fadenkreuz ist. Und bei der Kreml, da wird sich auch etwas verändern, und zwar beim Alpha-Damage der AP-Granate. Die wird nämlich um 1000 Punkte reduziert und bei der Sprenggranate wird es um 100 Punkte reduziert und die Brandwahrscheinlichkeit um 3%. Alle anderen Parameter, also Sigma zum Beispiel, bleiben da unverändert. Aber insgesamt kann man doch sagen, dass auch die russischen Schlachtschiffe T8 und T10 dann irgendwie wohl übermäßig stark rüberkamen. Ja. Und genau, sind sie. Sie waren übermäßig, sie waren wohl zu stark für ihre Tierstufen und deswegen. Und, ja. Dementsprechend jetzt so einen leichten Nerf dadurch erfahren. Genau, so ist es. Das heißt, Änderung beim Audiosystem. Das genau. Heißt, wir hoffentlich. Ich hoffe es wirklich persönlich sehr. Es gibt immer noch Schiffe, wo ich keine Schussgeräusche, kein Nebelhorn oder überhaupt kein Horn habe und so weiter. Und ich hoffe, dass sie solche Sachen jetzt, solche Fehler einfach endlich auch beheben. Genau, wir wollen, ich würde jetzt nicht alles hier, was hier da steht, nee, auf alles eingehen. Hier geht es halt um Motorgeräusche und. Ich möchte einen Satz noch nachsetzen für die Kreml. Oder für die Kremlin. Neben den zuvor genannten Änderungen haben wir auch die Durchschlagskraft und die Ballistik der Munition leicht angepasst. Das steht da. Also das heißt, dass die Penetrationskraft für die AP-Granate wahrscheinlich dann ja, auch verändert wird. Vielleicht wird es, also es wird wahrscheinlich davon aus auszugehen, etwas weniger werden. Ja. Mhm. Mhm. Gut. Naja, es sind so die Erfahrungswerte, die alle gemacht haben. Na, Kremlin begegnet man doch eher mit Vorsicht. Und ja, vielleicht war sie für ihre Verhältnisse im Vergleich doch ein wenig zu stark geraten. Nun gut,
Wir haben noch etwas, und zwar neben den Audiosystemen gibt es eine neue Schiffsgruppe. Das heißt nicht neue Schiffe, sondern nur neue Schiffsgruppen, und das betrifft den Filter im Hafen. Das heißt, es gibt die sogenannten Spezialschiffe. Genau. Vielleicht erklärst du das nochmal. Du kannst das, glaube ich, etwas besser als ich. Also, ihr kriegt jetzt nicht mehr Schiffe, wie Uwe schon gesagt hat, sondern es wird eben so sein, dass ein bestimmter Teil der Schiffe jetzt unter einem bestimmten Filter, ihr seht ja hier das Foto, ja, zusammengefasst werden. Nämlich zum Beispiel Mietschiffe, Eventschiffe, Schiffe mit Vorabzugang, also jetzt zum Beispiel die italienischen Kreuzer. Entschuldigung, die italienischen Kreuzer. Schiffe mit Vorabzugang ist das ja quasi. Und dann gibt es natürlich noch Schiffe, mit nicht ohne erhöhte Profitabilität, also Premium-Schiffe, die ihr zum Beispiel in der Waffenkammer bekommen habt, die werden da jetzt auch drunter erscheinen, ja, wenn ihr diesen Filter aktiviert. Jetzt habe ich mal eine Frage, vielleicht kannst du mir das beantworten. Wenn ich jetzt also Schiffe, sagen wir mal die italienischen Kreuzer, mit Vorabzugang habe, erscheinen die dort in einem bestimmten Filter. Hm? Wenn dann hinterher der Forschungszweig da ist komplett, sind es ja keine Schiffe mehr mit Vorabzugang. Das heißt, sie wandern dann automatisch in den anderen Bereich der normalen Schiffe. Genau, so ist es. So ist es. Okay. Also ist es jetzt einfach nur dafür gedacht, dass ich mir die jetzt vorab schneller raussuchen kann? Na, eigentlich ist es dazu gedacht, weil Wargaming ja ständig neue Inhalte in World of Warships präsentiert. Mit diesem Filter soll man sich eigentlich relativ zügig und ohne Umschweife die neuen oder besonderen Schiffe während dieses Update-Zyklus aufrufen können. Man hakt diesen Haken an und sieht sofort, als Beispiel jetzt die vier italienischen Kreuzer, die Schiffe für Halloween und möglicherweise die Mietschiffe für die Clan Wars oder wie auch immer, also oder für Ranked, da gibt es ja eher die Mietschiffe, aber okay, das soll man damit sofort sehen. Ne? Das erschließt sich mir, das muss ich ehrlich sagen, habe ich aus dem Text nicht so ganz entnehmen können, wo da der Vorteil eigentlich liegt, aber in dem Fall, okay, erschließt sich mir. Ja, und dann geht's nochmal weiter, und zwar mit der Darstellung von Tarnung in Gefechten. Ihr habt ja im Spiel die Möglichkeit, wenn euch jetzt zum Beispiel die Halloween-Tarnung gar nicht interessieren, aber der Spieler oder manche Spieler mögen diese Tarnung ja und nutzen die auch in Zufallsgefechten. Aber ihr wollt die jetzt nicht sehen, weil die sehen irgendwie nicht schön aus oder nerven euch, wie auch immer, dann könnt ihr die ja deaktivieren. Und dann wurde für euch dieses Schiff, was eigentlich eine Halloween-Tarnung drauf hat, also das Gegnerschiff, was eigentlich eine Halloween-Tarnung drauf hat, als graue Standardschiff ohne Tarnung angezeigt. Das wird jetzt in Zukunft anders sein, denn in Zukunft wird für diese Sache dann die Typ 5 Tarnung angezeigt werden. Das ist also nur eine optische Aufwertung für euch und signalisiert auch euch, ey, der Kerl da drüben hat nicht keine Tarnung drauf, der hat eine Tarnung drauf, die willst du aber nicht sehen, sondern du kriegst dafür die Typ 5 Tarnung eben angezeigt. Hat nichts mit den Werten zu tun, sondern der Gegner hat natürlich die Werte der Tarnung, die er ausgewählt hat, aber ihr bekommt sie halt optisch, ich sag jetzt mal, aufgewertet angezeigt. Ja, ein bisschen realistischer vielleicht, in der Vergangenheit lang hatten Schiffe ja immer eine Tarnung. Soweit ich jetzt das weiß. Sollte man, ja. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und der freut uns, glaube ich, schon mal ganz persönlich, nämlich der Zuschauermodus. Da wird der eine oder andere denken, was ist denn das? Ganz einfach, im Übungsraum war es bisher ja so, ihr konntet die Leute auf die eine oder andere Seite verschieben. Es wird in Zukunft einen neuen Bereich geben, wo ihr Zuschauer hin verschieben könnt. Das heißt, man kann ein Übungsraumgefecht auch als Zuschauer ohne eigenes Schiff betreten. Das ist zum Beispiel für unser Rama Dama, was demnächst ja stattfinden wird, sehr interessant, weil die Schiedsrichter sozusagen dort drin sein können, ohne eigenes Schiff, ohne dass sie in den Gruppen mitspielen müssen und so weiter. Finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Erweiterung, weil immer mehr Events stattfinden und immer mehr Sachen geplant werden, und dadurch kann man solche Sachen einfach besser handeln. Ja, so ist es einfach. Und es ist einfach riesig für Streamer, für größere Events und so weiter. Da sind jetzt halt eine Menge Zuschauer oder Streamer mehr möglich und nicht mehr begrenzte Slots, so eine Sachen. Genau. Ja, es gibt noch eine Andenkenflagge, Schlacht im Golf von Leyte oder Leyte oder wie man das auch immer Leyte ausspricht, und die verbrauchbaren Tarnungen Typ 21 und MS 21 wurden hinzugefügt. Könnt ihr euch sicherlich nochmal angucken, haben jetzt die üblichen Werte, sage ich mal, da ist jetzt auch nichts Besonderes großartig dabei. Und dann gibt es noch etliche Fehlerkorrekturen und Verbesserungen, auch da werden wir euch jetzt sicherlich nicht alles vorlesen, sondern
Es sei einfach gesagt, der Hafen Marinebasis ist für alle Spieler verfügbar. Es wird also einen neuen Hafen geben, den ihr euch dann gerne mal angucken könnt. Und fällt dir jetzt noch was auf, was du unbedingt dort da erwähnen möchtest? Es gibt zwei Sachen. Also Marinebasis ist ja quasi das, was vorher der Premium-Hafen ist. Gewesen ist, diese Trockendock sozusagen. Das wird jetzt dann halt für alle nicht mehr nur als Premium-Hafen verfügbar sein, sondern als Standardhafen. Das heißt, das könnte ja durchaus sein, dass es in Zukunft irgendwann mal wieder einen neuen Premium-Hafen gibt. Möglicherweise. Und dann Punkt Nummer zwei, und das ist ja jetzt seit neuestem bei uns auf dem Kanal möglich. Meine Wenigkeit wird euch demnächst präsentieren können: die Goriza T7 italienischer Kreuzer und unseren deutschen Kreuzer T8 Mainz, den leichten Kreuzer mit 150 mm Kanonen, 4 Türme, 3 Rohre pro Turm. Damit darf ich demnächst unterwegs sein und euch so ein bisschen was zu dem Schiff erzählen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass es dazu garantiert auch ein Video auf unserem Kanal geben wird. Man muss dazu sagen, Work in Progress, alle Werte, alle Sachen können sich jederzeit immer noch ändern. So, ansonsten, die Ladezeit für die Clan-Basis wurde reduziert, haben sie geschrieben. Ich hätte mir gewünscht, die Ladezeit für die Waffenkammer hätten sie mal ein bisschen reduziert, weil die ist nach wie vor ziemlich unmöglich. Und ein paar Fehlermeldungen haben sie noch gemacht. Es gibt bei den Leuten, die neu anfangen, gibt es jetzt eher Pop-Up-Hinweise für Sachen, die sie da neu erforschen und erlernen können. Werden sich sicherlich was dabei gedacht haben. Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich mit diesem italienisch-halloweenischen Update quasi durch. So ist es. Und eigentlich bleibt uns jetzt nur zu sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr euch die spannenden Informationen ein bisschen aufbereiten konntet, dass ihr euch unterhalten fühltet und informiert. Infotainment à la Seacross eben. Und wenn dem so ist, würde ich mich, oder warum rede ich immer von wir? Von mir, weil ich die Videos sonst immer alleine mache. Und weil jetzt Deep Talk ist immer eine Zweiersendung. Ja. Und da muss ich mich irgendwie dran gewöhnen. Ich habe mich immer noch nicht adaptiert, hundertprozentig. Also, das macht doch nichts. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns ein Abo dalasst, wenn ihr einen Daumen nach oben dalasst, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wovon ihr euch am meisten freut und was vielleicht auch am wenigsten. Bitte seid konstruktiv, nicht unter die Gürtellinie. Das würde mich sehr freuen. Und dann sage ich einfach von meiner Seite schon mal danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt darf Uwe noch was sagen. Genau, ich freue mich auf die Halloween-Events und ich hoffe, den einen oder anderen dort zu sehen und zu jagen. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye, bis bald. Ciao, ciao.